Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Ich bin gerade aufgestanden. Heute gibt es einen neuen Vlog und als allererstes muss ich erstmal was essen. Bei mir gibt es zum Frühstück eine Packung Magerquark und ein bisschen Orangensaft Magerquark, weil ich habe wieder mit Sport angefangen, Fitness. Und ich soll euch noch schöne Grüße von Johnny sagen. Und ansonsten werde ich jetzt frühstücken und danach muss ich ganz dringend zum Arzt fahren, eine Überweisung für meine Freundin abholen und zur Post. Ein bisschen was wegbringen. So, draußen ist auf jeden Fall richtig nices Wetter, das gefällt mir. Ansonsten fahre ich jetzt zur Post. Ein paar Briefe gehen auch an euch raus. Und ansonsten noch ein kleines Fanpaket geht raus an einen meiner Lieblings-YouTuber. Ich bin nämlich nicht nur selbst so Content-Creator, sondern auch selbst voll der YouTube-Suchti. Okay, fahren wir los. Boah, Wetter ist heute auf jeden Fall richtig geil. Sonne scheint, ist zwar noch ein bisschen nass und ich glaube, es wird heute auch regnen, aber ansonsten 15 Grad und das um diese Uhrzeit, also vormittags. Heftig, richtig heftig. Alter, ich habe so lange nach einem Parkplatz gesucht, bestimmt 15 Minuten. Dann war ich beim Arzt drin und bei der Post und so weiter und so fort. Dann komme ich raus, plötzlich alle Parkplätze frei. Alles klar. Und ansonsten, ich habe noch einen Profi-Tipp für euch, einen richtigen Geheimtipp. Und zwar, holt euch einfach keinen Parkschein. Mache ich schon seit 7 Jahren, wurde einmal erwischt. Damals hat das 5 Euro gekostet, heute kostet das, glaube ich, 10. Und ja, für 7 Jahre parken, 5 Euro, ist doch ein Schnäppchen, oder nicht? Oh, ich glaube, ich bräuchte so eine Kamerahaltung für die Autoscheibe oder so. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn ich die ganze Zeit während der Autofahrt die Kamera halte. Aber ansonsten fahre ich jetzt erstmal nach Hause und dann werde ich erstmal eine Runde Fortnite Battle Royale für meinen Gaming-Kanal aufnehmen. Bis dann! Boah, ich habe gerade nochmal 30 Minuten geschlafen und zwar mit den Katzen hier zusammen. Richtig nice. So lag ich ungefähr da. So auf Johnny, er hat geschnurrt und mich einfach eingeschlafen. Das war so entspannt. Nice, die Post kam gerade eben. Ich denke mal, das ist mein neues Audio-Interface oder wie man den Kack auch immer nennt. Was ist denn hier los, ey? Holen wir das Teil mal raus und im Paket befindet sich einfach noch ein Paket. Geil. So, was haben wir denn da? Wir haben hier die schöne Scarlett. Nice. Ich weiß zwar nicht, wie man das benutzt, wie man das anschließt, aber ich werde es schon schaffen. Aber nichtsdestotrotz ist mein Mikrofon sowieso noch nicht da. Da muss ich noch 2 Tage warten. Das kommt erst am Freitag. Schatz, fahren wir jetzt Auto waschen? 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 Sag mal, bin ich eigentlich Videorekorder, der hängen geblieben ist? Ja, Mann! 19 Grad, Sonne scheint, zieht euch das rein. Mega geil, mega warm. Ich weiß gar nicht, wieso ich eine Jacke angezogen habe, ey. Weißt du das? Meine Freundin, die hat so eine Krankheit, wenn die Kamera an ist, ist die einfach so still wie eine Maus. Naja, eine Maus, die macht ja noch piep, piep, piep. Aber meine Freundin macht einfach gar nichts mehr. Die ist einfach so still wie eine Ameise. Keine Ahnung, ey. Ach ja, ich habe euch noch gar nicht mein neues Auto gezeigt. Falls ihr das sehen wollt, dann lasst einen Daumen hoch da. Und vielleicht werde ich das demnächst euch mal zeigen. Im nächsten Vlog oder so. Okay, jetzt gebe ich aber Gas. Wisst ihr, was mir letztes Mal passiert ist? Ich habe so 1 Euro in das Gerät da reingeworfen. Und plötzlich kam dieser Strahler, Wasserstrahler, diese Knarre da, kam einfach so rausgeschossen. Und der ging direkt los, einfach so. Ich wurde einfach geprankt. Ich habe mir übrigens hier so ein Duftding gekauft. Und zuerst hatte ich eins aus dem Globus. Das hat 5,99 gekostet oder 4,99. Habe ich so aufgemacht und es hat einfach gar nicht gerochen. Jetzt habe ich hier eins aus so einem Ramschladen geholt. Das hat nur 1,99 gekostet. Und Alter, das riecht so geil. Das riecht so intensiv. Und es riecht einfach schon 2 Wochen lang richtig geil, ey. Ja. Und Schatz, was gibt's heute zu essen? Hm? Schatz, was gibt's heute zu essen? Hallo. Weißt du was? Ich kann mir keine anstrengendere Vlogpartnerin vorstellen als dich. Du sagst nämlich einfach gar nichts. Gut machst du das. Das wird lecker, oder? Johnny, heute gibt's Möhrchen. Johnny, 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 Johnny! Hab schon mega Hunger. Es gibt heute Mittag auf jeden Fall Hähnchencurry. Richtig geiles Gericht. Freue mich schon so da drauf. Und auf jeden Fall, also solange ich warte, bis das Essen fertig ist, versuche ich mal eine gute Runde Fortnite aufzunehmen.
Alter, ich war gerade voll am Zocken, mitten in der Runde und plötzlich war der Strom weg. Einfach so. Also ich dachte zuerst, eine Sicherung ist rausgeflogen, draußen gewittert es nämlich auch. Aber nein, es gab einen Kurzschluss und jawohl, ich habe kein Internet. Richtig geil. Warum habe ich kein Internet? Hallo? Ich habe echt kein Internet. Was mache ich denn jetzt? Ich bin ohne Internet nicht lebensfähig. Ohne Witz. Scheiße. Na, bestimmt muss ich nur den Router neu starten. Was ist hier los? Ich habe noch nicht mal, schaut euch das mal an, ich habe hier noch nicht mal Empfang. Mein Empfang ist komplett weg. Ich bin völlig abgeschnitten von der Zivilisation. Also ich glaube, die Welt wird jetzt untergehen, ganz ehrlich so. Yo, ich will heute Abend noch Walking Dead auf Sky Online schauen. So ist ja nicht, ne? Also bitte Internet, ich brauch dich. Ich kann ohne dich nicht mehr leben, Mann. Schatz, ist Essen gleich fertig? Schatz, ist das Essen gleich fertig? Oh, das wird so lecker. Ich lieb dich, Schatz. Sieht das nicht lecker aus? Ich meinte, sieht das nicht lecker aus? Kennt ihr das, wenn ihr übelst Hunger habt, aber das Essen ist einfach noch so heiß, ihr könnt es nicht essen, weil ihr euch sonst die Zunge verbrennt? Ja. Pech gehabt, oder? Ja, Mann, Internet ist wieder da. Erstmal die neueste Folge Walking Dead gönnen. Johnny ist auch im Bett. Na, Johnny? Der hat ein bisschen Angst vor Gewitter, aber ich glaube, das ist bei Katzen normal oder etwa nicht. Und ansonsten? Ja, Mann, mein Leben hat wieder einen Sinn mit Internet. Jo Freunde, neuer Tag hat begonnen, bin so wie jeden Morgen am Frühstücken, Magerquark ist am Start und ansonsten schaue ich gerade so ein bisschen bei Zalando, ich will mir auf jeden Fall mal ein paar Sachen bestellen, habe mir schon lange nichts mehr gegönnt, auf jeden Fall habe ich mir hier so einen Schuh in den Warenkorb gepackt und so einen Nike-Schuh, bis jetzt 35 Euro, sieht eigentlich ziemlich fresh aus, mal schauen wie der so ist und ansonsten hier diese Nike-Schuhe, aber... Bei Nike-Schuhen muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten zwei, die ich mir bestellt hatte, die waren so ziemlich unbequem. Ich habe so das Gefühl, mein Fuß ist zu breit für diese Schuhe. Das kann aber eigentlich gar nicht sein, weil ich habe keine breiten Füße. Aber naja, mal schauen, ob es bei ihm besser sein wird. Ich werde mir auch diesmal eine halbe Nummer Schuhgröße, Nummer größer bestellen. Und ansonsten mal schauen, was ich da gleich so alles finde. Auf jeden Fall brauche ich noch ein paar T-Shirts für den Sommer. Alter, bei T-Shirts gibt es hier 152 Seiten und auf einer Seite ist hier so viel... Wie soll ich da jemals fertig werden mit Durchschauen? Boah, immer wenn ich sowas sehe, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr zu schauen, weil es einfach viel zu viel ist. Zieht euch mal die Hose rein, ey. Also auf einer Seite finde ich die schon fresh, aber auf der anderen Seite, boah, die ist halt mega auffällig. Ich weiß nicht, ob ich damit draußen rumlaufen würde, aber so zu Hause wäre schon chillig. Erinnert mich auch irgendwie so an meinen Vater. Ich weiß nicht wieso, aber der hat früher mal so Hosen angehabt mit so Blümchen drauf oder so. So typische großen Hosen. Ja. Ja, ansonsten habe ich mir noch ein paar T-Shirts rausgesucht und jetzt bestellt. Vielleicht werde ich das im nächsten Vlog euch mal zeigen. Vielleicht auch nicht. Mal schauen. Hi Bella. Und hast du ausgeschlafen? Hast du jemals schon mal ausgeschlafen, Bella? Nee, oder? Nee, ne? Meine Süße. Boah, das Wetter heute ist mal wieder richtig schlimm. Also es regnet die ganze Zeit. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall die Tage nochmal wandern gehen mit Alex, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Ich war hier neulich wandern, war eigentlich ziemlich nice. Und jetzt haben wir noch eine viel geilere Location gefunden. Ich werde da auf jeden Fall auch einen Vlog machen. Mein Bruder wird auch dabei sein. Und ich denke, das wird auf jeden Fall richtig entspannt. Und ansonsten, ich hoffe, das Wetter wird jetzt die nächsten Tage besser, weil sonst ist Wandern nicht so nice bei so einem heftigen Regen. Ne? Meine süße Maus.
Ach ja, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, Link ist unten in der Beschreibung. Oder gebt einfach Johnny Hunthog ein, so heiße ich da, folgt mir da. Und ansonsten zeige ich euch mal, was wir zu Ostern bekommen haben. Also meine Freundin und ich. Einmal hier Toffifee, diese Dreier große Packung. Auf jeden Fall richtig geil. Dann haben wir hier, keine Ahnung, was das ist, frohe Ostern, Ei aus Alpenmilchschokolade gefüllten Pralinen. Ja, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand essen wird. Hä? Ist das ein dickes Ei mit Pralinen gefüllt oder was? Habe ich noch nie gesehen. Dann hier so ein Maxi-Ei. Das ist richtig geil. Das ist sehr viel Schokolade. Hier noch so ein bisschen Schokolade. Dann hier nochmal so ein Schokohasen. Noch mehr Schokolade. Hier nochmal. Oh, ein Ei. Könnte ich mir mal gönnen auf jeden Fall. Noch ein bisschen Schokolade und sehr viel Schokolade. Haben wir schon gegessen. Eigentlich wollte ich nicht mehr so viele Süßigkeiten essen, aber dann kam ja so Ostern dazwischen. Und ihr kennt sicherlich die ganzen Ausreden. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, das war's mit dem Vlog. Ich hoffe, er hat euch gut unterhalten, Freunde. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier könnt ihr euch noch 2 coole Videos anschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Euer Johnny Hunt. Ciao.